Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas aus der Skyline ist am Start, genau so eine kleine Runde. Let's play Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Luftton habe ich schon wieder vergessen. Wir drücken Start direkt hier ohne großes Palaver und gedönse Dinge da. Keine Ahnung. Hier sind wir also. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Ich frage mich, warum man nach dem Start drücken nochmal Start drücken muss. Ich verstehe es ja nicht. Aber gut, belassen wir es dabei. Jedes Mal, wenn ich das Spiel reinlege, haut er mir irgendwie 2-3 Minuten irgendwie eine verbesserte Audioqualität rein. Jedes Mal! Das nervt übelst ab, Alter. Alter. So. Das Geile ist, die meisten Erfolge, die du spielen musst, spielen kannst, sind Mehrspieler. Das heißt, du musst dir Erfolge sozusagen kaufen, weil du dann ja erstmal kaufen musst, dieses Online-Pass. Und ach, keine Ahnung. Kampagne! Diese Festplatte hier. Dieses gesperrte Spiel, Kampagne fortsetzen. Mal gucken, ob wir jetzt die letzte Mission nochmal zum Teil nachspielen müssen oder ob es diesmal gereiht hat, dass wir da aufgehört haben. Schön wir mal. Oh, jetzt können wir unser altbekanntes Spiel hier wieder spielen und gucken wir mal, wo es als nächstes hier stehen bleibt. Und ihr könnt jetzt eure Ideen in die Kommentare schroten. Warum es eigentlich so lange kein mehr kam, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich jetzt auch gerade quälen, Ghost überhaupt zu spielen, weil ich so keinen Bock mehr auf das Spiel habe, ganz ehrlich nicht. Somewhere. Over the Rainbow. Aber wir werden das Beste zusammen daraus machen, würde ich sagen, wa? Es ist Brooklyn. Keine Sorge. Zieh das durch und ich kann in Rente. Das hilft mir auch nicht weiter. Wird schon gut gehen, Junge. Halt einfach die Augen auf. Mach ich. Fünf Meister LZ. Licht aus. Mach uns Ehre. Was ist denn jetzt los? Eine Menge für General Duca riskiert, aber es hat sich gelohnt. Ich bin verdammt stolz auf sie. Der Widerstand ist auf dem Vormarsch und schart sich um Duca. Aber Raven's Rock hat noch ein Ass im Ärmel. Präsident Volodin steckt in einem Geheimgefängnis nahe einer Grenze, die selbst wir nicht passieren. Wenn die Loyalisten ihre Regierung wieder einsetzen, brauchen sie eine Führungsperson. General Duca hält eine Einheit für Volodins Rückkehr nach Moskau bereit. Wir müssen ihn nur holen. Ihre Sprachkenntnisse sind aber entscheidend, Kosek. Dringen Sie in das Gefängnis ein und holen Sie den Präsidenten raus. Machen wir, wa? Nicht sagen. Bei einem solchen Einsatz müssen Sie im Nahkampf schnell und leise sein. Eine MP ist ideal. Aber falls die Hölle losbricht, sollten Sie ein Gewehr mit taktischem Visier dabei haben. Schöne M417 Hertz. Nehmen wir so wahr, Sensoren, Splittergranaten, Rauchgranaten, EMP-Granaten, Blendgranaten. Nehmen wir die Splitter nochmal, PDR. Passt, machen wir so. Hier wäre Felix Baumgarten, das ist ja ein Scheiß gegen uns anscheinend hier, wa? Machen wir auch einfach. Oh, so ein bekanntes Spiel hier. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe noch keinen Plan, was ich als nächstes Let's Play machen soll, Alter. Ich habe jetzt so, jetzt sind so 2-3 Spiele, die ich echt gerne machen würde. Welche davon jetzt nun wirklich eintreffen, weiß ich nicht, weil ich auch zurzeit nicht das Geld habe dafür. Und dann müssen wir mal schauen, weil ich eigentlich auch langsam mal wieder, langsam mal die PlayStation 3 mit einbeziehen wollte auf den Kanal. Aber da warte ich auf ein bestimmtes Spiel. Entschuldigung.
War das ein Magazin? Also, eine Kugel. Das wäre auch so geil. Kann ja nichts dafür, dass ich jetzt hier im Hunter, hier Overlord. Wie ist der Empfang? Hunter hört Sie laut und deutlich, Overlord. Reden Sie. Das Lager liegt genau vor Ihnen. Bis zur Isolierung des Sicherheitssystems müssen Sie vorsichtig sein. Lösen Sie keinesfalls Alarm aus. Schießen Sie also niemanden auf freiem Feld ab. Verstanden. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns bald. Mache ich. Okay, das heißt, wir müssen uns durchschleichen. Und hier und da vielleicht nur ein. Okay, natürlich durch meine Atemzüge kann man natürlich mich auch entdecken, ne? Das ist natürlich auch scheiße. Und Regen fällt ja trotzdem auf mich drauf. Ein Scharfschütze. Den will ich nicht so unbedingt da haben. Also den müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Alter, hör auf mich zu sehen, du Affe. Bevor er die Leiche sieht. Schade, dass die Leiche nicht so verstecken kann halt an sich, ne? Das wäre noch ganz praktisch. Ein paar Leichen zu verstecken. So, wir haben hier einen. Noch rumlaufen. Wir bewegen uns einfach mal knallhart weiter. Schon ein bisschen vor den Gegnern weg. Genau so. Hallo. Wenn ich den jetzt töte, merkt er ja sofort, dass er jetzt weg ist. Und plötzlich antwortet er nicht mehr. So, da haben wir zwei Leute. Kann ich da hinten irgendwo lang laufen oder? Jetzt muss ich sagen, das ist immer wieder eine geile Mission. So alleine hier halt, ne? Das ist schon wieder ein bisschen was anderes. Da kommt jetzt ein bisschen Taktik bei raus. Ich muss vor allem nicht auf die anderen Leute warten, bis die mal hinterherkommen. Sondern kann einfach direkt arbeiten. So. Da muss ich hin. Da war nichts, Kollege. Alles super. Alles super. Okay. Können wir hier hinten noch irgendwie lang? Hier müssen wir eigentlich drüber klettern können. So, jetzt schnell wieder unsichtbar machen. Da hinten komme ich nicht lang. Hier sehe ich jetzt keinen. Ich
Kann ich hier rein? Ich kann nicht rein, scheiße. Scheiße. Da hinten komme ich nicht lang. Haben wir noch einen zweiten. Scheiße, nicht irgendwie anlocken kann wie bei Splinter Cell. Nee, haut ab. Nimm mich nicht drauf. Wo ist er denn? Da ist er. Ich hänge jetzt gerade so ein bisschen fest hier. Mal versuchen. Wenn er sich wegdreht. So, das hat auch einigermaßen geklappt jetzt. Wir gehen die Hunde auf den Semmel jetzt schon, Alter. Katze am Jahr oder freue ich mich gerade? Overlord, Hunter ist vor Ort. Verstanden, Hunter. Gute Arbeit. Hacken Sie sich in das Sicherheitssystem ein. So, landen. Scheiße, vergesst jetzt mal. Ach. So. Nein, da geht's nicht lang. Geht's nicht lang? Es ist so geil bei der Katze, habe ich ja schon mal gesagt, vor Ewigkeiten. Die Katze meckert rum, wenn sie aufs Klo gehen will. Wenn sie auf dem Klo war, schreit sie es nochmal überall rum, dass sie drauf war. Wenn sie was zu fressen haben will, schreit sie rum. Wenn ich ihr was zu fressen gegeben habe, fängt es nochmal an rum zu jammern. Manchmal verstehe ich sie nicht. Alter, wie weit kann ich denn mit dem Ding fahren, bis die Verbindung abbricht? Ich höre doch hier ein. Alter. Alter, wieso kann ich dann solche Wege nicht langfahren? Boom, Baby. Mann, hör doch mal auf, dich aufzustellen, dass deine Tarnung weg ist, du Affe. Ich bin auch gerade wieder groß am Bauen. Ich habe mir eigentlich hier EVA schon geholt, dass mir sie endlich mal meine ODST-Rüstung basteln kann. Und ich habe ja auch jetzt ein großes Ding gebunden. Großes Ding gebastelt hier, wie heißt nochmal, SAW, Saw, hab ich gebastelt. Grafikfehler. Sie werden die Tür nicht öffnen können. Der Zugang wird vom Sicherheitsdienst.
Sicherheitsraum ausgesteuert. Das hat man mir aber früh gesagt jetzt.